Einen herzlichen, wunderbaren Willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Wie ich gerade hier sehe, als ich zum Lagerfeuer gehen wollte, steht da dieser Invasator-Typi. Und ich bin jetzt mal gespannt, was er zu sagen hat. Weil der gefällt mir nicht wirklich. Was ist das hier? Ach, nur ein Fenster. Wo? Ach, da sieht man ja den Typen. Weil der gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Hi, was hast du jetzt zu sagen? Na, wann ist es her? Ich bin Leonhard, der Ringfinger. Ah! Erinnert ihr euch an mich? Ich steckte euch vor einiger Zeit diese roten Augen zu. Ihr müht euch sehr ab, also interessiert es euch vielleicht. Wenn ihr euch nach einem guten roten Augapfel sehnt, einem ohne Risse, und tötet den Finstergeist, den Überlebenden des in Finsternis verschlungenen Landes. Er ist seit langer Zeit in Gefangenschaft, in der tiefsten Zelle in ganz Lothric. Was? Aufzugsraumschlüssel? Sehe es in euren Augen, ohne Stehlen und Bündern. Was hättet ihr noch zu tun? Hä? Ja, und mit meinen Augen sieht das. Ha, 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 ha. Ich habe keine. Bitte den Finstergeist überleben, denn das ist ein verschwunden. Was soll ich damit? Ich meine, ernst, was soll ich damit? In der tiefsten Zelle von ganz Lothric, ja. Und wo? Warte mal, steht das vielleicht in der Item-Beschreibung? Jetzt habe ich so viele Schlüssel. Gefängnisschlüssel, Aufzugsraumschlüssel. Schlüssel zum unterirdischen Aufzug. Wo? Ist das irgendwo hier? Warte mal. Meine Lippen werden trocken davon. Ach ja, ich wollte mich erstmal hinsetzen. Ja, solange hier keine Gegner sind, ich werde raus. So. Hier vielleicht? Ist hier ein Fahrstuhl? Nein. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Und der Turm da drüben, der braucht. Diesen einen Schlüssel, den die Frau verkauft, ne? Ich glaube schon. Verwirrung? Ach, na gut, wie los. Gut, dass der Hund hier weg ist. Da hoch, ne, genau. Ah ja. Genau. Also irgendwo in Lothric, also dort? Oder ist damit das Land gemeint, Lothric? Ach, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall weiter geht's. Wir haben jetzt diesen Schlüssel, den wir scheinbar wirklich brauchten, um weiterzukommen. Und am besten dahin zu. Genau, hier, die Brücke. Das Feuer brauche ich, das Lagerfeuer. So, Teleportation. Ja, Wurfmesser. Die meisten Gegenstände wählen ihren Nutzer. Was soll das bedeuten? Ja, hier bin ich wieder. Genau, da. Dahin muss ich. Warte dort. Die Maschine war auch weg.
Genau. Eins nach dem anderen. Nun, kommt her. Au. Dann du, Big Mama Ratte. Nein, ich habe vergessen, den Zauber umzustimmen. Oh, das ging ja schnell. Ach komm, gehen wir, machen wir einen kleinen Feuerrundgang, ja? So. Ja, Grabschlüssel. Tatsache. Oh, hier ist eine Leiter. Gut, dass ich die gesehen habe. Sonst wäre ich vielleicht abgestürzt. Oh. Ich geh mal dahin. Interessante Statue, die mir auf eine Leiche zeigt. Ah. Überreste drinnen. Lendentuch. Hoch an der Statue von Velka beten? Mensch. Lendentuch. Ein furchtbar verschlissenes Lendentuch. Die Armen bringen gerade genug zusammen, um ihre wichtigsten Körperteile zu schützen. Ja. Wollen wir beten? Ja, das ist aber keine Falle, oder? Keine Mimik in der Statue, nein. Und dann? Ach, Vergebung erbitten? Erläuterung erbitten? Es wurde nicht gesündigt. Oh, hey! Erläuterung erbitten. Deine Fluchaufhebung kostet 2800. Ah, nein, noch nicht. Noch nicht, das brauche ich ja noch. Ach, ich habe vergessen, bei Kreirat aufzuleveln. Na gut, das mache ich nächstes Mal. Okay. Also, hier ist die Statue, um Rotkapellebarde. Und ich hätte mir fast eine Hellebarde gekauft, um hier frei von Sünden zu werden, wie auch immer man hier sündigen soll. So, wo ist die Hellebarde? Hier, Rotgriff-Hellebarde. Wunder, die ist ja sogar besser. Und einfacher zu benutzen? Gegenstandinfo. Eine Hellebarde der Geistlichen mit langem rotem Griff. Die vielseitige Waffe kann wie ein Schwert gestoßen oder wie eine Axt seitlich geschwungen werden. Das ist der Vorteil einer Hellebarde, was ihre Effektivität gegen mehrere Gegner erhöht. Fertigkeit Durchhaltewillen. Nimmt eine unbeugsame Gebetshaltung ein und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Oh. Könnte ich rein theoretisch das Ding sogar tragen? Nein. Also ja, aber dann rolle ich. Oh, irgendwie. Ah ja. Okay. Uiuiui. Hat sogar verschiedene schwere Angriffe. Okay, aber nein, ich bleib mal lieber beim Schwert, nur also um sicher zu bleiben.
Was ist das? Nicht Strahl. Was? 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 LOL. Was? Okay. Alter, wie gruselig ist das denn? Bitte schön. Eins, da liegen noch zwei weitere, drei weitere. Wie viele hier? Oha, das ist. Oha. Drei. Alles klar, wofür die helle Barde gut ist. Ey, also die bewegen sich ganz funky, dieses Spooky Scary Skeletons, ne? Seele eines unbekannten Reisenden. Heiliger Bimpern. Ich weiß doch, dass. Genau. Ich weiß doch, dass ihr da hier aufsteht, Mensch. Bist du? Okay. Ach hey, jetzt bin ich hier unten. Endlich mal. Und da ist die kleine Echse, genau. Ah, komm her, du, komm her, du, komm her, du. Nein, 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 komm her, du. Ja! Yeah! Schwerer Edelstein, ein Hoch auf den, auf das Schwert. Wehe, du schmeißt mir den Korb runter. Du, dein kleines Titanitscherbe, ja. Ja. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. So, Gegenstand nehmen. Kleine Titanitscherbe, ja. So viel Loot, yay. Kleine Titanitscherbe, hey, läuft bei mir hier. Drei Stück. Jawohl, ja. Und 13 Minuten. Ich glaube, wir kommen hier noch durch mit allem. Dann war da die Leiche, genau. Bogen ausrüsten, der ist der leichteste. Die leichteste Fernkampfwaffe. Sehr gut. Dass mir jetzt hier jemand runterspringt. Überreste plündern. Gesegneter Rot-Weiß-Rundschild plus. Eins. Oh. Ich hab einen +1-Gegenstand erhalten, ne? Das heißt, wenn ich im Online-Modus spiele, dass ich dann. Mit Invasoren bekomme, die auch +1 Ausrüstung tragen. Toll, danke, Spiel. Jetzt hast du mir das Leben schwerer gemacht, indem du mir einen guten Gegenstand gegeben hast. Das. Eine Ratte. Eine Ratte. In so einem großen Raum. Eine Ratte. Eine einzige Ratte. Ich glaube, du bist mit Venom infiziert.
Nein! Oh mein Gott! Oh. Ach du Heilige, wie viele sind das denn? Oha! 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 Ich brauche die Hellebarde, glaube ich, eher, ne? Alter, wie viele waren das gerade? Okay, das habe ich nicht erwartet, dass die da. Boah. Okay, dass die da runter rauskommen, da unten. Okay. Überreste blühen heiligen Talisman. Oh. Unwirksames Gebet. Sanftes Gebet. Okay, ich dachte, ich habe da was gesehen. Die scheint mir besser zu sein, oder? Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Talismane aus Elfenbein werden nur weiblichen Geistlichen gegeben. Der Glaube hat großen Einfluss auf seine Effektivität. Ihm wohnt eine gewisse Labilität inne, die durch seine Fertigkeit verliehene Standhaftigkeit beeinträchtigt. Fertigkeit und wirksames Gebet erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass Gegner das Gebet unterbrechen, wenn in beiden Händen angelegt werden. Oh. Dann das Gebet regeneriert vorübergehend TP, wenn auch sehr langsam. Oh, da. Oh. Ach, Trefferpunkte. Die regeneriert. Ich dachte, das sind Fokuspunkte, aber nee. Halt, Moment, da war doch noch ein Schild. Ja, dieser Blankenschild, ne? Was sagt der? Ein provisorischer Schild aus Holzbrettern. Aus Holzbrettern er bietet minimalen Schutz zum Preis moderater Demütigung. Okay. Fertigkeit Schildschlag. Stößt in Abwehrhaltung den Feind mit dem Schild, um ihn zurückzustoßen oder ins Wanken zu bringen. Wirkt unabhängig von der Schildhand. Gut. Also ganz ehrlich, das Schwert kommt mir vor, als hätte ich Excalibur gefunden. So gut ist es. Nicht, dass mich da jetzt das runterschubst. Nein, nein, okay. Da ist nichts, glaube ich. Ah! Guten Tag, gute Frau. Sie sind doch eine Frau, oder? Ich nehme mal an, Sie sind eine Frau. Reden. Ah, wer ist da? Keine Ahnung. Oh. Ist da jemand? Beantwortet doch. Oh, sie spinnt. Bitte, wer auch immer ihr seid, berührt mich bitte. Ja, sie spinnt. Oder eine Falle, keine Ahnung. Das Dunkel umgibt mich und verzerrt mein Fleisch. Ach, sie ist korrumpiert. Winzige Wesen, die fortwährend an mir nagen. Habt Erbarmen und reicht mir eure Hand. Berührt mich. Ich weiß, das sieht man nicht, weil ich keine Kamera habe, aber ich habe gerade ein sehr, naja, entsprechendes Gesicht der. Kurios, also hier. Ja, wie hieß das Wort? Ich schaue. Hier, nicht vorsichtig, sondern. Ja, sowas wie vorsichtig. Ich schaue sowas wie vorsichtig. Berühre. Oh. Puh, ah. Ah, da seid ihr ganz nah bei mir. Ich hätte vielleicht einen Helm anziehen. Nein, sie sieht mich eh nicht. Also bin ich noch nicht gänzlich allein. Nein. Dank sei den gnädigen Göttern in der Höhe. Gebet. Hey. Willst du mitkommen? In den Feuerschrein? Keine Ahnung. Ich nutze den Schrein scheinbar, um irgendwelche Leute von der Straße herzuschleppen. Oh, vergib mir. Ich bin Irina von Karim. Ich reiste in dieses Land, um eine Feuerhüterin zu sein. Bist du die Frau, von dem der Typ mit Keule draußen gesprochen hat? Eure Berührung hat mich vom Dunkel befreit? Seid ihr alles mein Meister? Nein. Ich bin dunkel. Ich bin zu schwach, um die Flammen zu hüten. Ich bin hier korrumpiert. Aber wenn es euch beliebt, trete ich stattdessen gerne in euren Dienst. Ja, ich habe eine Feuerschreinhüterin bei mir. Ja, ihr könnt gerne quatschen oder keine Ahnung was machen.
Herzlichen Dank, edler Meister. Ich leiste meinen Schwur. Ich, Irina von Karim, schwöre feierlich, euch zu dienen. Und weg ist er. Da. Nenn mich Ritter. Ritter Rost. Nein, ihr Rivale für dich, das reicht mir auch. Ah, öffnen. So. Zerbrochen, sagst du, ne? Eher blind, würde ich sagen. Werd aufgebrochen, sie zu retten, wie? Seltsam. Kreaturen zu bemitleiden, die jenseits aller Hilfe sind. Ich köpfe dich gleich, ne? Ich hab ein super Schwert. Nun gut, wie lang ist sowieso, mich um sie zu kümmern? Ich bin Aegon, ein Ritter von Karim. Du bist kein Ritter. Nur euch verbunden, solange ihr die Sicherheit des Mädchens gewährleistet. Und nur so lange. Du bist kein Ritter. Du bist kein Ritter, wenn du Personen in Not im Stich lässt. Was ist denn? Meine Bedingungen sind einfach. Ach, kommst du auch mit? Ich bin euch verbunden, solange ihr die Sicherheit des Mädchens gewährleistet. Und nur so lange. Ja, das heißt jetzt was? Okay. Sind wir hier fertig? Ja, das war's mit dieser Folge Dark Souls 3. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nichts vergessen habe, bin ich hier auf jeden Fall ultimativ fertig. Als nächstes wartet nur noch der Boss auf uns in dem Raum dort. In dem großen. Welchen Weg ich gehe, schaue ich mal, vermutlich den, der mit... Ach nein, ich muss ja noch mit dem da oben reden, ne? Okay, in der nächsten Folge eventuell gequatscht mit dem Riesen. Und ja, tschüss und danke fürs Zuschauen. Geh. Ach komm, anstoßen. Profis. Beauty Pie. Ja, dich. Okay.